Willkommen zurück. Da sind wir wieder. Oh, mit einem Gegner mit einem Rang 660 oder Elo-Wert oder wie auch immer, was auch immer das darstellt. Wir spielen Mew VMAX. Wir hatten ja letztens schon mal eins, wo ich versucht habe, das noch mit Meluetta laufen zu lassen und ohne Flottboy ist es ein Stück schwieriger. Da kann man natürlich auch drumherum spielen. Ich habe da mittlerweile auch schon Wege gefunden, aber ich dachte mir, ich hole mir einfach mal Inspiration. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, das ist schon eine ganze Weile lang her. Wir hatten ja mal bei einem Turnier mitgemacht, was der YouTuber Tablemon ausgerichtet hat. Und der ist ja auch ein richtig guter Spieler. Hat auch beim European International Championship-Ding mitgemacht. Ihr wisst, welches ich meine. Dort, wo wir auch schon mal uns das Duraludon-Deck aus Monster angeschaut hatten. Ich glaube schon. Auf alle Fälle hat er da auch ein New VMAX-Deck gespielt. Und das möchte ich jetzt gerne ausprobieren, weil es nochmal eine andere Kerbe schlägt. Das sind keine Spiel. Heißen die Spiralenergien? Nee, Fusionsangriffsenergien. Das sind keine Fusionsangriffsenergien drin, ne? Sondern nur die Doppel-Turbo-Energien. Widerstrebt mir ein bisschen, aber so wie es ausschaut, das funktioniert. Ich habe mir das auch angeschaut, was er dazu gesagt hat und allen drum und dran. Und es funktioniert. Laut seiner Aussage, und das kann ich, denke ich, auch bestätigen, dadurch, dass du auf alles drumherum verzichtest. Zwei Regieleki-Wie. Die dürfen aber anfangen, das surft. Ich hole mir nur einen Genesect jetzt für den Moment. Ich hier aber schon mal den Waldstein an. Ich erzähle dann gleich weiter. Erstmal nur schauen, wie wir hier weiterkommen. Echohorn brauchen wir, glaube ich, für den Moment nicht. Ich muss erstmal kartenlos werden. Sogar Kopf. Großartig. Apropos. Schalte ich mal den Counter wieder ein. Ich hoffe, ich krieg's jetzt dieses Mal auch ein bisschen besser hin. Mit dem großen und dem kleinen Bildschirm. Das lief die letzten paar Male nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss ich noch ein bisschen besser werden. Ich gebe jetzt wieder mir mehr Mühe. Weil ich habe mir davor auch Mühe gegeben, nur war ich scheinbar zu schusselig. So. Haben doch schon mal jede Menge Pokémon draußen. Schauen wir mal, wie weit man kommt mit dem Fusionsangriffssystem. Ich kann noch einen Weigörter direkt anlegen. Ah, hier steht zwar Itemcard, aber es ist kein Item mehr. Stimmt, die neuen Regeln sagen ja, Ausrüstungen sind keine Itemkarten mehr. Unschön. Na gut, dann legen wir den auch an. Und ziehen nochmal. Und dann kann ich, ganz ehrlich, wenn ich zwei Waldsiegelsteine habe, kann ich die auch, glaube ich, auf der Hand behalten. Wie viel hat das Regieleki VMAX? Ich glaube, 310 KP. Vielleicht könnte man die Power-Tablette aufheben. Oh, die hier mal weg. Ich würde die Power-Tablette gerne aufheben, wie gesagt. Und das Choreoge, damit man vielleicht noch ein bisschen weniger Schaden kriegt. Ziehen nochmal Karten, hoffen auf die Energie. Wir kriegen sogar eine perfekt. Ich glaube, weil wir beide Waldsiegelsteine bereits angelegt haben, er wird nicht beide auf einmal wegkriegen. Niemand spielt mit den Aus. Gibt es denn noch einen Ausrüstungsentsorger oder ist er rausrotiert? Ich glaube, der ist rausrotiert. Bin mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube, das passt schon. Wir haben alle drei Mew VMAX jetzt auf der Hand. Was geht da denn, bitteschön? Was ich sagen wollte. Es funktioniert so gut, weil sowas drin ist wie Schneegipfelfahrt. Du brauchst ja zum Angreifen oder für Mew VMAX selber erstmal eine Schneegipfelfahrt. Nicht nur für. Beziehungsweise du blockierst dich damit nicht. Nur Genesect blockierst du. Was im Prinzip deine Dual Engine ist. Das heißt, irgendwann brauchst du eher die Schneegipfelfahrt, um gegnerische Fähigkeiten zu blockieren und so weiter. Da kommt vermutlich jetzt Miraidon. Da habe ich einen Bestball gesehen. Ansonsten nur die Doppel-Turbo-Energien, um dann die 190 Schaden zu drücken. Das reicht für viele. Pokémon EX, Pokémon V. Pokémon X ein bisschen schwieriger. Pokémon V reicht es meistens, weil wir auch noch den Weigürtel haben. Und notfalls gibt es auch immer noch die Power-Tablette, um das restliche bisschen an Schaden, was wir noch brauchen, umzusetzen. Tatsächlich beide Energien. Nicht schlecht. Ich habe jetzt leider schon den Befehl vom Boss weggeworfen. Aber na gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich hau mal einen Mew noch weg. Und den Saverio. Ich hätte lieber einen Befehl vom Boss. Ich weiß nicht, wie. Ah, wir haben hier die Waldsiegelsteine. Wir kriegen das auf alle Fälle hin. Da muss ich ja 220 Schaden machen. Das sind 210 minus die 20 durch Doppel-Energie. 190.
Dann sind es jetzt wieder 220. Das reicht für das Mirai dann. Dann fehlt im Prinzip jetzt nur noch ein Befehl vom Boss. Und dann schaut die Sache schon deutlich angenehmer aus. Jeder Ball kann ich schon mal spielen, nur um schon mal eine Karte loszuwerden. Dann ist es gar nicht mehr so viel, aber ich ziehe trotzdem weiter. Dann kriegen wir noch einen Hyperball, um Karten loszuwerden, oder wir kriegen einfach einen WP-Kampfpass. Na gut, dann Sternenalchemie. Wir holen uns jetzt den Befehl vom Boss. Ich glaube, das ist eine sehr gute Gelegenheit. Gegen das, unser eigenes Stadion haben wir auch den Nirgendwo-Sauger, um auch nochmal mal Karten abzuwerfen. Das klingt nach nicht viel, macht aber einen enormen Unterschied, finde ich. So. Dann noch den Schneegipfelfahrt gelegt, um auch noch seine ganzen Fähigkeiten zu blockieren. Die Raidons Fähigkeit gar nicht eingesetzt, wir hören jetzt gerade erst auf. Warum das denn? Interessant. Gut, meine Aufgabe ist übrigens. Achso, ich glaube auch ein bisschen habe ich das Deck verändert. Ich habe, glaube ich, 3 Befehle vom Boss drin, anstatt noch eine Serena. Und meine Aufgaben sind, glaube ich, Pokémon zurückzuziehen. Wir haben eben einen Mew zurückgezogen. Das passt schon. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen was geschafft. 110 Leben haben. Wir machen 30 mehr, also auch 220 Schaden jetzt gegen das VMAX. Wenn ich jetzt alle 3 Power-Tabletten, die noch drin sein müssten irgendwo, jetzt habe ich gar nicht nachgeschaut. Mein Fehler. Ich glaube, da waren nicht mehr genügend Power-Tabletten. Dann passt das schon. Wie mache ich es? Die Tauschwagen funktionieren immer bei Basis-Pokémon, oder? Tausch dein aktives Basis-Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank aus. Das kriege ich dann. Tauschwagen. Kommt wieder vor. Dann habe ich auch schon mal das zweite zurückgezogen. Adressbuch, um die Befehle vom Boss wieder reinzumischen. Weil ich die, glaube ich, gebrauchen kann. Nun muss ich nicht spielen. Reicht es im Prinzip jetzt Schaden zu machen. Und dann mit dem Befehl vom Boss, weil er es zurückziehen wird, nächste Runde ihm das VMAX rauszunehmen. Sobald er dann noch eine Einpreiserkarte spielt, soll die Sache für uns laufen. Ich bin auch der Meinung, ich habe noch nie zumindest einen Miraidon gesehen mit Reiser, sollte das Regieleki VMAX nicht heilen können. Dementsprechend ist es dann noch eine Frage der Zeit, wenn er nichts anderes weiterspielt. Elektrischer Generator. Gut, damit habe ich nicht gerechnet. Da hätte ich drüber nachdenken können. So, was kommt jetzt mit dem Hyperball? Gut, weil wir haben ja auch immer noch die Felicia auf der Hand. Ein Orgelmator wäre schön. Um die VIP-Kampfpässe oder den Nestball loszuwerden. Ah, na gut, man kann nicht alles haben. Noch einen Regi-Liki. Bitte spiel es. Ja. Das heißt, wir können das auch rausnehmen, bevor wir uns das Regieleki VMAX schnappen. Ich tatsächlich jetzt den Schaden raus. Unglücklich. Sehr unglücklich. Ich habe jetzt leider keine Energie weiter. Ich habe noch einen Mew VMAX. Und Fluchtseil hätte ich. Ja gut, hilft ja nicht, ne? Das Vieh wird draufgehen, fürchte ich. Was gibt's denn mit dem Fluchtseil? Das Vieh. Damit kann ich leben. Dann nehmen wir das. Können wir gar nicht. Wir machen, das ist ein Vieh. Da machen wir 220 Schaden, das reicht. Ziehe ich dich zurück? Es stört mich mein eigener Schneegelpfeffer. Das ist doof gelaufen. Ja. Dann hoffe ich darauf, dass ich jetzt einen von den Staubsauger bekomme. Ich glaube, sind alle 4 noch im Deck drin. Oder eine Doppel-Turbo-Energie. Damit kann ich gut leben. Ich glaube, damit haben wir jetzt dann auch gewonnen. Er wird uns zwar das Mew VMAX kaputt machen, aber wir holen dann einfach das nächste raus, wenn er keinen Richter spielt.
Und da kommt kein Richter, den hat er schon gespielt. Oh, eine Forschung des Professors. Ah, das ist gut. Das bedeutet kein Richter. Und nun? Hast du 7 Karten auf der Hand? Auch nur noch 2 Eiskarten nehmen, da liegt ein bereits angeschwächtes Rigiliki V-Max. Fühl mich relativ sicher. Hier und dann kommt der Anker. Damit kann ich gut leben. Ich habe nochmal 3 Preiskarten, die nichts weiter nutzen. Wenn ich nicht irgendwo Mist gebaut habe. So. Turbo-Energie. E-Mails. Hier vom Boss. Und die Nummer ist durch. Oder ich habe mich jetzt komplett verrechnet. Ey, 410 Schaden. Hätte mich auch sehr gewundert. Aber manchmal sieht man ja, oder manchmal ist einmal einfach dumm. Seien wir mal ganz ehrlich, jeder hat manchmal einen schwachen Moment. Würde ich jetzt behaupten. Kann mir natürlich dann auch passieren. Ist mir schon öfter passiert. Man kann ja auch komplett Mist bauen einmal. Ja, und da haben wir auch schon die nächsten täglichen Aufgaben. Für noch ein paar Münzen, für ein paar Kristalle. Wir starten aber, glaube ich, das nächste Spiel auch direkt. Ich wollte euch das Deck ein bisschen weiter zeigen, aber im Prinzip, ihr habt schon perfekt gesehen, was dieses Deck machen soll. So einfach ist es. Es ist nicht kompliziert oder irgendwie aufwendig oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur genau das und die Sache hat es euch. Uns dumm oder strunzdumme klingt doof. Das ist nicht strunzdumm. Auch die Entwicklung des Decks, da ist, glaube ich, jede Menge Arbeit reingeflossen. Gut ans Meter angepasst und allen drum und dran, aber das Deck selber ist fast autopilotmäßig unterwegs, würde ich behaupten. Weil es recht simpel aufgebaut ist. Es ist nicht sowas wie das Duraludon-Deck, dass du dir überlegen musst, spiele ich jetzt Alola Vulpix, weil ich einen Gardevoir-Gegner habe. Das Duraludon, weil ein Lugia als Gegner oder wie auch immer. Dass du wirklich über nachdenken müsstest, was du machst, sondern es ist immer wieder dasselbe. UV-Max, Attacke, fertig. Vielleicht noch mit dem Befehl vom Boss arbeiten und so weiter, aber potenziell, das war's schon. Es ist nicht so schwer. Und daher auch für jeden, es gibt ja dieses Elite-Deck oder wie auch immer das hieß, Liga-Kampfdeck oder so hießen die, glaube ich. Müsste ich jetzt selber nochmal nachschauen. Ach, ernsthaft? Die armen Gegner. Wir kriegen wieder gute Karten. Und wir spielen wieder gegen den Miraidon. Ich glaube, ich fühle mich relativ sicher gegen Miraidon, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hau mal den Nirgendwo-Sauger weg und den Richter. Oder nee, den Befehl vom Boss erstmal. Richter können wir vielleicht noch gebrauchen. Schauen wir mal, wohin die Sache führt. Vielleicht war das auch Mist, aber ich habe noch mehr Richter am Deck. Ich habe noch ein Adressbuch im Deck potenziell. Wird schon irgendwie schief gehen. Aber an der Stelle setze ich auch lieber den Orgrimmator ein, anstatt mir im Federbein noch ein Mew zu holen. Aber Kopf, es ist doch... Oh Mann, der arme Gegner. Dann werde ich noch einen VIP-Kampfpass los. Da sind 4 Power-Tabletten drin. Möchte ich mir jetzt schon den Schneegelpfeffer holen? Nee, ich versuche es erstmal mit dem VIP-Kampfpass, dass wir noch ein paar Karten ziehen. Das ist mir, glaube ich, in dem Moment wichtiger. Sonst hätte man jetzt auch sich das Ding holen können, das Stadion, um gegnerische Fähigkeiten schon mal direkt zu blockieren. Das wäre nicht so schlecht gewesen, würde ich behaupten. Bin auch noch am Überlegen, jetzt mit dem Waldsiegelstein das Stadion zu holen, aber der Gegner wird sicherlich auch eins haben. Oder wir ziehen es einfach so direkt, perfekt. Ich lasse das mal so. Wir haben noch einen Waldsiegerstein potenziell im Deck. Wenn er mir den einen kaputt macht. Wir haben schon mal einen UV-Max. Wir haben noch einen Richter auf der Hand. Bin mich relativ sicher. Da kommt Miraidon. Kommt jetzt ins Stadion.
Oder kriegt er irgendwie mein Stadion weg? Vielleicht hätte ich mir auch da. Oder Stadion. Aber wir spielen vier Schneegefehlfahrer. Das ist auch noch so eine Besonderheit an diesem Deck. Es kann immer wieder gut funktionieren. Aiku und noch Miraidon. Und dann kommt jetzt noch zwei Rigiliki, nehme ich an. Er wird kein Dings spielen, kein Voltilam. Schätze ich ihn mal so ein. Gut. Vielleicht war es nicht so clever, sich den Richter aufzuheben. Oh, Spitz, welches kommt vor? Mutig eines der Miraidon, ja genau. Die kriege ich nur ein Stück schwerer weg. Macht aber nichts, würde ich sagen. Auch das Miraidon kriege ich. Dann haben wir schon mal die ersten beiden Eiskarten. Möchte ich den Richter spielen, auch wenn der Gegner dann eine Handkarte mehr bekommt? Ich glaube, das spare ich mir an der Stelle. Was ich noch überlegen würde, ist... Ach, wie cool. Ich habe alles, was ich brauche. Ist noch ein Mew im... Nee, es ist kein weiteres Mew im Deck. Ich bin so auch relativ zufrieden, glaube ich. Halt lieber die beiden Supporter auf der Hand. Wir ziehen jetzt hier noch ein paar Karten. Vielleicht war das ein Fehler. Möglich. Auf alle Fälle, worauf ich hinaus wollte, ich bin im Überlegen, noch mir mit dem Stein hier ein Schneegefehlfahrt rauszuholen. Und das ist eigentlich völlig egal. Gut, dann haue ich jetzt hier auch mal den Richter weg. Brauchen wir an der Stelle nicht weiter. Vielleicht war es ein Fehler, das weitere Mew Remakes wegzuwerfen. Aber wird schon irgendwie werden. Hätten den Befehl vom Boss. Möchte trotzdem, glaube ich, Miraidon rausnehmen. So, Schneegefehlfahrt, um die Gegner bestmöglich zu blockieren. Und den Weitsiegerstein hebe ich mir noch auf. So. Können wir nämlich auch nächste Runde wunderbar noch gebrauchen, um uns einen Fausch zu holen. Wir kriegen das weitere VMAX. Perfekt. Ja, da steht der Gegner da, ohne die Möglichkeit, mit Raikou eine Karte zu ziehen. Aber vielleicht hat er ja noch ein Stadion auf der Hand. Natürlich sein. Überball. Da kommt vermutlich das VMAX. Und dann? Also noch eine Karte auf der Hand. Das wird ja wohl hoffentlich keine Forschung des Professors sein. Entwicklung. Und das war's. Wir haben ihn super blockiert. Hat man auch ein ganzes Stück an Glück mit dabei. So, er kann weg. Nehmen wir wieder einen guten Münzwurf. Ich muss schon mal einen Münzwurf jetzt vergessen, kann das sein? Ich würde sagen, wir spielen die Power-Tablette und nehmen lieber das Miraidon raus als das Raikou. Aber ich brauche noch die Sternenalchemie. Für den Nirgendwo-Sauger, dann kann ich selber Karten ziehen und mir potenziell auch noch mit auf dem Schneegefehlfahrt hoffen. Aber hoffen finde ich doof. Wie wäre es denn lieber wirklich mit dem Tausch? Rückzug. Dann können wir uns sogar noch mal ein Stück heilen. Potenziell, ich habe dann... Nächste Runde immer noch das andere VMAX. Das könnte ich einfach spielen, mein Pokémon zurückziehen. Oder das aktive Pokémon im Moment zurückziehen einfach. Und damit die ihm angreifen. Nochmal bei 190 Schaden. Das reicht so noch nicht ohne Wahlgürte. Die haben halt 200 KP da drüben. Abgesehen vom VMAX, das sind natürlich 310. So, was hast du vor? Du bräuchtest jetzt Top-Deck, einen Supporter, um Karten zu ziehen.
Oder ein Stadion, um dann nochmal eine weitere Karte zu ziehen, Dreik, und dann brauchst du da aber wieder einen Supporter. Ich glaube, ich fühle mich relativ sicher, wir könnten das gewonnen haben. Der Gegner macht schon gar nichts mehr. Ich glaube, die Nummer ist durch. Er weiß auch, dass wir gewonnen haben. Okay, er spielt das VMAX. Nur um noch ein bisschen länger überleben zu können. Jetzt kommt tatsächlich Pepper. Ich stehe jetzt eine Ausrüstungskarte, potenziell einen Weitsiegerstein, um sich noch eine weitere Karte rauszusuchen. Und eine Itemkarte. Welche Itemkarte würde ihm jetzt helfen? Der elektrische Generator, okay. Dann könnte er natürlich jetzt damit Raikou angreifen. Aber er kriegt gar keine Energie. Weitsiegerstände muss er sich, glaube ich, aufheben. Oder er setzt ihn gleich ein. Eigentlich hätte ich gedacht, nächste Runde noch einen Supporter raussuchen. Das wäre eine Idee gewesen. Oder er holt sich jetzt das Stadion. Ist ein Stadion? Dann könnten wir nächste Runde auch wieder Karten ziehen mit Genesect. Okay. Da kommt erstmal nichts weiter. Spiel hier, glaube ich, mein VMAX. Wir holen uns hier beide Befehl vom Boss wieder rein. Und ja, ich weiß, ich gebe dem Gegner jetzt auch wieder Karten auf die Hand. Aber ich hole mir jetzt hoffentlich einen Fluchtseil. Ein Fluchtseil. Aber alle drei Befehl vom Boss. Klar. Warum nicht? Gut. Schade, dass ich jetzt dem Gegner geholfen habe. Macht aber nichts. Wir machen hier jetzt schon mal eine Menge Schaden drauf. Mit dem Befehl vom Boss können wir nächste Runde auch immer noch gewinnen. Das ist ja ein Ding. Alle drei Befehl vom Boss auf einmal. Manchmal... Wir hatten letztens Regi-Leki-Deck. Ich zweifle manchmal daran an meinem Glück einfach generell. Da kommen Dinge bei rum. Fragst du dich, was da abgeht? Auch das ist eine Chance, die man immer irgendwann treffen kann. Aber ein bisschen nervig ist es dann doch schon. So, was kommt denn jetzt mit dem Nestbite? Auch mal eine Energie für das Raikou bekommen. Er muss Regieleki hier zurückziehen. Ah, er hat noch eine weitere Energie gehabt. Aber ich habe ihm nicht so sehr geholfen. Nur ein Stück weit. Wunden haben wir jetzt trotzdem, aber einfach dann das VMAX hier besiegen kann. Ja, der Augeimator hilft mir jetzt an der Stelle natürlich. Nicht. So. Aber wir gewinnen das trotzdem. Da ist so viel Swapped schon in dem Deck. Die Schneegipfelpfade, Richter und so weiter. Normalerweise haben die Gegner natürlich mehr Handkarten, nicht so ein absolut Pechstart. Muss man auch ganz ehrlich sagen, die hatten jetzt nicht so viel Glück, unsere Gegner. Aber gewonnen haben wir. Im Normalfall würde ich auch noch ein drittes Match spielen, aber ich glaube, wir hatten ja schon mal Mew letztens. Wir sind hier, glaube ich, gut durchgekommen. Ich würde es an der Stelle vielleicht packen. Ah, wir sind jetzt auch schon in der Bisasamen-Klasse wieder. Ich würde gerne noch bis Quajutsu wiederkommen. Und das reicht mir dann auch, glaube ich. Denn hier gibt es nochmal ein bisschen Kram. Würde ich gerne mitnehmen. Danach wird es mir zu anstrengend, sage ich ganz ehrlich. Das ist mir einfach die Zeit nicht wert. Es ist spannend, sich vielleicht da auch hochzuarbeiten, aber... Es dauert halt Ewigkeiten und es gibt kaum Belohnungen auf dem Weg dahin. Und selbst dann die Belohnung, die es hier gibt. Klamotten, ja, Kristalle, super. Hier die Schneeflocken. Ich nenne sie weiterhin Schneeflocken, nicht weiter zu... Auch gut. Keine Frage. Möchte ich mir diesen ganzen Quint antun? Nur für diese Belohnung dann? Ich weiß nicht. Da würde ich lieber einfach noch ein bisschen weiter rumspielen, weitere Decks ausprobieren, Spaß haben oder generell. Ich kann ja natürlich auch hier Spaß haben, aber ich würde es nicht aktiv verfolgen wollen. Aber gewonnen haben wir hier. Ihr habt gesehen, wie das Deck funktioniert. Wir hatten schon mal New VMAX letztens. Ich glaube, das Prinzip ist klar, nur war es jetzt eine andere Variante, die im Moment besser funktioniert als meine Fusionsangriffsenergien. Schade drum, ich fand die richtig cool eigentlich, aber der Flottball war doch schon immer wieder eine Hilfe und das war mir gar nicht so klar, wie stark der Effekt vom Flottball war, auch weil wir ja zwischendurch einen Hyperball bekommen haben. Aber
Es war halt trotzdem einfach gut mit dem Flottball. Und so konnte ich jetzt immer weniger Karten loswerden. Vielleicht kann ich die Fusionsangriffsenergien auch noch so ummünzen, dass wir da auch mit dem Schneegipfelpfad und den Staubsaugern hantieren. Das könnte auch noch funktionieren. Das wäre noch meine nächste Idee. Aber ich will auch nicht hier Ewigkeiten rumlabern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich auf alle Fälle. Und dann gibt es beim nächsten Mal wieder ein improvisierteres Deck. Bis dann.